Schnelligkeit, Gewandtheit und Standfestigkeit. Alles Attribute, welche die Spieler des American Footballs mitbringen müssen, um sich bei diesem Sport beweisen zu können. Und davon haben die Berlin Bulldogs offensichtlich genug, denn erst im vergangenen Jahr gelang ihnen der direkte Wiederaufstieg in Liga 3. Am vergangenen Samstag mussten sie im Berlin-Derby gegen die Bears ran. Bei schönstem Sonnenschein empfingen die Bulldogs die Neuköllner zu Hause im Helmut-Schlosser-Stadion. Bären konnten, genau wie die Spandauer, bisher eins von zwei Spielen der Liga für sich entscheiden. Und so traten sich beide punktetechnisch auf Augenhöhe gegenüber. Der Keutos ging an die Spandauer und diese starteten mit ihrer Defense. Der erste Drive der Neuköllner bestand hauptsächlich aus Runs, konnte von der Defense der Männer in Rot jedoch recht souverän gestoppt werden. Die Bulldogs kamen besser ins Spiel und konnten in der Offense auch den ein oder anderen Pass fangen. Doch auch gelbe Flaggen gehörten von Beginn an mit zum Bild des Matches. Auch das Angriffsrecht wechselte stets, was nicht zuletzt an den immer wieder gepfiffenen Strafen lag, und es konnte sich keine der Berliner Mannschaften so wirklich durchsetzen. Mehr als einmal hatte die Neuköllner Defense ihre Fingerspitzen am Ei für eine Intervention, doch es sollte nicht sein. Mit einem punktlosen 0:0 gingen beide Mannschaften in die Halbzeit. Der zweite Durchgang sollte besser für die Spandauer Jungs starten. Ein über 40-Yard-Kick-Return mit direkt folgendem Pass versetzte sie in eine bequeme Angriffsposition, von der aus sie ihren Drive jedoch nur noch wenige Angriffe fortführen konnten, bevor auch sie wieder punten mussten. Die Bears spielen sich bis zur gegnerischen Endzone durch, doch Spandau interceptet in der eigenen Endzone und will sich wieder vorkämpfen. Durch diesen Fehler werden sie jedoch zum Onside-Kick gezwungen, was erneut zum Angriffswechsel führt. Dieses Mal lassen sich die Bears nicht bitten und verbuchen 6 Punkte auf der Tafel. Und die Männer in Blau sind heiß. Sie kommen direkt nach Kickoff wieder in Ballbesitz und können durch den folgenden Touchdown sowie einer 2-Point-Conversion auf 14:0 erhöhen. Und auch Spandau konnte wenige Minuten später mit diesem Lauf und anschließendem Field Goal punkten und das Spiel somit auf einen Endstand von 7:14 verkürzen. Prinzipiell haben wir, denke ich, beide Mannschaften ein gutes Spiel gemacht. Beide Mannschaften waren gut vorbereitet. Im Grunde genommen haben die Defense das Spiel dominiert. War ein extrem harter Fight. Also ich muss ehrlich sagen, die waren härter, als wir erwartet haben. Es war sehr physisch, das Spiel. Ja, es war das erwartende harte Berlin-Derby. Kein Team wollte dem anderen was schenken. Beide Seiten auf der Offense-Seite haben sich schwer getan und haben nicht wirklich Punkte aufs Board bringen können. Dann natürlich, dass unsere Offense heute ein bisschen, also war unkonzentriert, war wirklich ganz klar unkonzentriert. Und wenn wir immer wieder als Defense immer wieder rauf müssen, ohne groß Pause zu haben, ist es einfach sehr anstrengend für uns. Also es war jetzt kein überragendes Spiel vom Gegner und auch nicht ein überragendes Spiel von uns. Im Endeffekt haben wir 1-2 Plays mehr gemacht und im Großen und Ganzen auch nicht unverdient gewonnen am Ende. In 2 Wochen müssen die Berlin Bulldogs dann gegen Leipzig ran. Ich schätze die stark ein auch. Die haben auch 4 Amis. Ja, und ja, die gilt es zu kontrollieren. Am 25. Juni empfangen die Berliner die Leipziger dann auch wieder zu Hause im Helmut-Schleuser-Stadion.